Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, liebe Brandenburger. Erst einmal was zu Ihnen, Herr Kretschmer. Also was eine Erhöhung des Pflegegeldes für pflegende Angehörige mit einer Herdprämie zu tun haben soll, erschließt sich mir überhaupt nicht. Es ist ungeheuerlich, was Sie hier hinstellen. Pflegende Angehörige sind eine tragende Säule des Pflegesystems. Sie leisten harte und wichtige Arbeit und springen ein, wenn das professionelle Pflegesystem an seine Grenzen stößt. Das haben auch Sie, liebe Kollegen von den Linken, in Ihrem Antrag erkannt, und es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Hören Sie zu, ich stimme Ihnen sogar zu, mache nicht alles schlecht, was Sie sagen, was wir sagen. Sie fordern unter anderem daran, landesrechtliche Regelungen zu schaffen für alle Pflegebedürftigen, unabhängig ihres Pflegegrades, und eine flexible Nutzung des Entlastungsbetrages ohne Zulassungsbeschränkung, eine Einführung einer bezahlten Pflegezeit von mindestens 36 Monaten und die finanzielle Absicherung von pflegenden Angehörigen in der häuslichen Pflege durch Lohnersatzleistung. Sehr löblich, das zu fordern. Und Sie sprechen mir damit auch aus der Seele. Nur, es kommt Jahre zu spät. 10 Jahre zumindest, in der Sie in der Regierung gesessen haben. Reden Sie nicht immer dazwischen. Ich habe bei Ihnen auch nicht dazwischen geredet. Nee, habe ich nicht. Okay. Besonders ironisch hierbei ist es aber auch, dass von den Leuten, die anderen andauernd und für alles Mögliche Populismus unterstellen, nun eine derart offen sozial-populistische Forderung aufgestellt wird, wie zum Beispiel die Zahlung von einmaligen Prämien. Offensichtlich erhofft man sich hier nun auf billigste Weise irgendwelche Wählergruppen zu erkaufen, ohne dass sich hierdurch langfristig grundsätzliche Verbesserungen der Situation der Betroffenen einstellen würden. Diese Prämien, die Sie hier fordern, sind durch die Corona-bedingten besonderen Herausforderungen in der Gesundheitsbranche in letzter Zeit zwar nicht unbedingt falsch, verbessern jedoch aber überhaupt nichts an der Situation der pflegenden Angehörigen generell. Unser Antrag hingegen geht noch ein Stück weiter und trägt zur Problemlösung der Letztgenannten und damit zu einer Entlastung der aktuellen Situation in der Pflegebranche bei. Wir fordern die generelle und über die Krisenzeit hinausgehende Angleichung der Pflegesätze für die familiäre Pflege an das Niveau der ambulanten Pflege und egal, wer das ausübt, ob Mann oder Frau. Pflegebedürftigkeit kann jeden Menschen treffen. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Veränderung wird der Bedarf an Pflege in Zukunft auch noch steigen. Pflegeleistungen werden in Deutschland in hohem Maße als Eigenleistung erbracht, wobei Pflegehaushalte nicht nur einen hohen zeitlichen Einsatz, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel für die häusliche Pflegeversorgung ihrer zu pflegenden Angehörigen aufbringen müssen. Die Pflegeverantwortlichkeit übernimmt aktuell in der überwiegenden Mehrzahl die elementarste Solidargemeinschaft unserer Gesellschaft, und das ist die Familie. Mehr als 3/4 der rund 3,4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden im häuslichen Umfeld versorgt. Davon über 2/3 ausschließlich durch Angehörige oder familiennahe Personen. Pflege ist körperlich wie emotional fordernd, weshalb die Mehrheit der Pflegenden im Beruf zurückstecken oder diesen ganz aufgeben müssen. Viele Pflegende arbeiten, wenn überhaupt, nur in Teilzeit. Wer pflegt und gleichzeitig arbeitet, hat im Schnitt nur 65% des Einkommens eines vergleichbaren Nichtpflegenden. Und gerade Frauen, die 70% der familiären Sorge- und Pflegearbeit übernehmen, droht so im Falle im Alter oder im Falle einer Scheidung oftmals die Armut. Pflegende Angehörige übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und müssen tagtäglich physisch und psychisch belastende Herausforderungen bewältigen. Doch ihre Interessen werden immer noch nicht ausreichend berücksichtigt. Pflegende Angehörige haben ein Recht auf Rahmenbedingungen, die ihnen eine qualitativ hochwertige Pflege ermöglichen und ihre eigenen Ressourcen so weit wie möglich schonen. Und Pflegende, die zugunsten der Fürsorge auf Einkommen verzichten, müssen davor bewahrt werden, in Armut zu rutschen. Die aktuellen Sätze des Pflegegeldes schaffen einen nur ungenügenden sozioökonomischen Ausgleich für die durch Angehörige erbrachten Pflegeleistungen. Das Pflegegeld beträgt zwischen 316 Euro Pflegegrad 2 und 901 Euro Pflegegrad 5. Übernimmt ein ambulanter Pflegedienst dieselbe Aufgabe, so stellt die Pflegeversicherung
Summen zwischen 689 Euro und 1.995 Euro zur Verfügung. Angehörige, die auf Kosten persönlicher Einbußen dieselben Pflegeleistungen erbringen, erhalten somit weniger an finanzieller Unterstützung, wie sie die Pflegeversicherung für kommerzielle Pflegedienste bereitstellt. Damit wird die Leistung von Angehörigen, Pflegenden nicht in angemessenem Maße honoriert und ihre tragende Rolle in der häuslichen Solidargemeinschaft verkannt. Menschen, die ihren beruflichen Werdegang zugunsten von Familienverpflichtungen zurückstellen, dürfen dadurch nicht mit einem geringeren Einkommen benachteiligt werden. Familiäre Sorgearbeit verdient eine höhere Anerkennung und Wertschätzung sowie eine finanzielle Aufwertung zur sozialen Absicherung der Pflegepersonen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen infolge der Alterung der Gesellschaft weiter zunehmen wird. Damit verbunden wird der Bedarf an Pflegekräften weiterhin steigen. Die Bundesagentur für Arbeit stellt bereits jetzt fest, dass ein bundesweiter Fachkräftemangel bei examinierten Alten- und Krankenpflegern herrscht. Es liegt daher am gesamtgesellschaftlichen Interesse, die häusliche Pflege durch Angehörige und familiennahe Personen, deren Charakter als tragende Säule der Gesellschaft schon alleine durch ihre enorme weite Verbreitung zum Ausdruck kommt, zu stärken und dieser Leistung mehr gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung zuzusprechen. Die Angleichung des Pflegegeldes an den Höchstbetrag der Pflegesachleistung entsprechend der einzelnen Pflegegrade stellt eine Würdigung der enormen Leistung, die pflegende Angehörige für die Gesellschaft erbringen, dar und gibt diesen Menschen, die sich für Fürsorge statt Erwerbsarbeit entschieden haben, endlich die notwendige finanzielle Sicherheit. Der durchschnittliche tägliche Zeitaufwand der Hauptpflegepersonen für die Bewältigung der Pflegebedürftigkeit entspricht einem Vollzeitarbeitstag, 7 Tage die Woche und nicht selten 24 Stunden rund um die Uhr. Für die Erfüllung des Pflegeaufwandes von Körperpflege über Ernährung, Mobilität, Arztbesuche bis hin zur Betreuung und hauswirtschaftlichen Arbeiten werden über alle Pflegegrade hinweg durchschnittlich 55 Stunden pro Woche benötigt. In jedem 5. Pflegehaushalt übernimmt die Hauptpflegeperson alleine die gesamte Betreuung. Die erbrachte Arbeitsleistung der Hauptpflegekraft entspräche gemäß des Mindestlohnsatzes für Pflegekräfte im Ost-West-Durchschnitt ca. 10 Euro die Stunde und damit einem Gegenwert von durchschnittlich rund 2.500 Euro für 7 Tage die Woche Arbeitszeit. Die aktuell gültigen Sätze des Pflegegeldes entsprechen nicht nur jedem Mindestlohnstandard, sondern auch der arbeitsrechtlichen Begrenzung der Arbeitszeit hohen. Personen, die häusliche Pflege übernehmen, erbringen eine vergleichbare Leistung wie eine vollstationäre Betreuung, werden dafür jedoch bislang nur mit einem Bruchteil symbolisch entschädigt. Dies entspricht der bislang gültigen, jedoch unter sozialen Gesichtspunkten unfairen gesetzgeberischen Konzeption des Pflegegeldes, die davon ausgeht, dass familiäre, nachbarschaftliche oder ehrenamtliche Pflege unentgeltlich erbracht wird. Pflegende Angehörige und familiennahe Personen leisten nicht nur einen großen gesellschaftlichen Beitrag, sondern stehen auch in engerer persönlicher Beziehung zu den Pflegebedürftigen. Durch die Pflege stärken sie in besonderer Weise die Familie, deren Aufwertung in einer derart kinderarmen Gesellschaft wie der unsrigen sowieso von größter Wichtigkeit ist. Dabei ist der Eintritt einer Pflegebedürftigkeit nicht nur für die betroffene Person ein existenzielles Ereignis, auch das gesamte soziale und familiäre Umfeld wird vor eine große Herausforderung gestellt. Und der bisherige Lebensentwurf und das Familienmodell können oftmals nicht weiterverfolgt werden. Das besondere Engagement pflegender Angehöriger für die Familie ist daher durch den Staat in Form einer Erhöhung des Pflegegelds deutlich stärker als bisher zu fördern. Und daher bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Applaus